Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Wir stehen vor einem der ganz geschichtsträchtigen Gebäude in der Bundesstadt Bern. Hier haben sich wichtige Ereignisse abgespielt. Shakespeare'sche Verwicklungen, menschliche Dramen haben sich da zugetragen im heute Bundeshaus West genannten Komplex. Und wir werden über den vielleicht interessantesten, sicherlich aufwühlendsten Vorgang der jüngeren Schweizer Geschichte in dieser Sendung sprechen. Doch bevor wir das tun, lieber Christoph, herzlich willkommen. Was kannst du sagen über das Gebäude hinter uns, über dieses Bundeshaus West, das da so klassizistisch und streng eindrücklich, fast etwas römisch, könnte man sagen, aufragt? Grüezi miteinander, ist in der Tat Renaissance-Stil, natürlich Neu-Renaissance, aber auch mit klassizistischen Elementen, wie du richtig gesagt hast, ein Werk des Berner Architekten Friedrich Studer, 10 Jahre nach Gründung des Bundesstaates eröffnet, nämlich 1858, und in diesem Gebäude befand sich ursprünglich der Ständeratssaal, der Nationalratssaal, alle 7 Bundesräte und die gesamte Bundesverwaltung waren hier untergebracht. Also sozusagen die Vorstufe des späteren Bundeshauses? Absolut. Das Bundeshaus wird dann rund 50 Jahre später erst gebaut. Zuerst kommt dann noch das Bundeshaus Ost dazu. Und durch den eigentlichen Bundestempel, da wo eben heute das Parlament ist, wurden die beiden Flügel verbunden. Nur noch eine ganz kurze Anschlussfrage. Gibt es denn in diesem Bundeshaus West auch ein eigentliches Nationalratszimmer, also einen großen Debattiersaal, ähnlich prunkvoll und ausladend wie der mit vielen Standbildern, Skulpturen und einem großen Wandgemälde geschmückten Nationalratssaal? Nein, das gibt es nicht mehr. Auch der Ständeratssaal ist heute überbaut durch die Parlamentsbibliothek. Und auch sonst ist im Innern natürlich das Gebäude völlig umgestaltet worden. Was aber genau gleich geblieben ist seit 1858, abgesehen vom Verrücken der einzelnen Pulte, ist das Bundesratssitzungszimmer. Das befindet sich nämlich hier und die 7 Bundesräte mit den Vertretern der Bundeskanzlei tagen also seit 1858 am gleichen Ort. Mir fällt jetzt gerade ein, wir haben sogar mal eine Sendung gemacht, Meilensteine der Schweizer Geschichte, aus dem Lesesaal, aus der Bibliothek, dem einstigen Nationalratssaal. Nun also, wir wissen über dieses Gebäude Bescheid, jetzt aber die Bühne ist frei. Was ist das Stück, das hier gewissermaßen aufgeführt wird? Was ist das Drama, mit dem wir uns beschäftigen wollen? Wir möchten uns beschäftigen mit der Affäre Kopp, wie sie damals hieß, und der anschließenden Fischen-Affäre. Beide Affären und Skandale sind eng verzahnt und sie haben für unglaubliche Aufregung gesorgt, so zwischen den Jahren 1988 und noch bis 1991, dem berühmten Jubiläum des Bundes, dem sich dann etliche Künstler verweigert haben, eben gerade wegen dieser Fischen-Affäre. Also eine ganz entscheidende Weichenstellung in unserer Geschichte. Beginnen wir mit der Affäre Kopp. Das geht ja um eine Bundesrätin gleichen Namens. Erzähl mal kurz, fasse zusammen, was ist die Essenz des Falles Kopp? Elisabeth Kopp war eine Zürcher Nationalrätin der Freisinnig-Demokratischen Partei. Sie war auch zuvor Gemeindepräsidentin an ihrem Wohnort Zumikon. Und es kam zu einer Überraschung, könnte man doch sagen, dass sie eben in den Bundesrat gewählt wurde als erste Frau. Und das hat eine unglaubliche Euphorie ausgelöst. Ich weiß noch, wie der damalige Chefredaktor der Zürichsee Zeitung, der auch für die FDP im Nationalrat saß, sehr beschwingt nach dieser Feier an die Schreibmaschine gesessen ist und den Leitartikel schrieb: Sternstunde der Demokratie. Und das war vielleicht ein bisschen das Problem von Elisabeth Kopp. Sie ist am Anfang unglaublich hoch gelobt worden. Und der Fall war dann umso schlimmer. Beides entspricht, glaube ich,
historischer Tatsachen nicht. Vielleicht weder die anfängliche Vergötterung, könnte man fast sagen, Bejubelung, noch dann der brutale Sturz. Was hat dir das Genick gebrochen? Genick gebrochen, wenn man das so sagen will, hat ihr ein Telefonat, das sie geführt hat. Ihr Mann war ein bedeutender Wirtschaftsanwalt, auch Medienanwalt, Hans W. Kopp, und der saß in einem Verwaltungsrat einer Firma, wo dann plötzlich der Vorwurf auftauchte, da würde Geld gewaschen. Der Inhaber war türkischstämmig, und dieser Geldwäscherei-Vorwurf hat sich nachher bei den Untersuchungen nicht bestätigt. Aber Elisabeth Kopp hat aus der Bundesanwaltschaft einen Tipp bekommen und hat in einem ganz kurzen Telefonat, wie sie später betonte, ihren Mann ersucht, unverzüglich aus diesem Verwaltungsrat auszutreten, was er dann auch getan hat. Und ihr Fehler war dann vielleicht weniger dieses Telefon, als dass sie es lange Zeit nicht zugegeben hat und nicht offengelegt hat. Hätte sie von Anfang an mit offenen Karten gespielt, hätte man das wahrscheinlich verstanden, dass die Ehefrau ihren Mann in einer solchen Situation informiert. Wie hat man das herausgefunden, dass sie mit ihm telefoniert hat? Sind die Telefonleitungen der Bundesräte, der Justizministerin damals überwacht worden? Nein, sie hat es dann schon mitgeteilt, zuerst ihrem Departement, dann dem Gesamtbundesrat. Etwas ungeschickt war auch, dass sie dann die Affäre einer persönlichen Mitarbeiterin zuschieben wollte. Das hat man weniger verstanden. Und sie hat im Bundesrat nicht die volle Unterstützung gefunden. Man weiß von zumindest zwei Bundesräten, dass sie gesagt haben, nein, da können wir nicht einfach dahinter stehen, wir können sie nicht hundertprozentig unterstützen. Und vielleicht auch diese mangelnde Unterstützung im Kollegium hat sie dann in eine immer schwierigere Situation gebracht. Also wir sehen das Problem einer Politikerin, die dermaßen hochgejubelt wurde zur Strahlefrau, dass sie vielleicht mit der Möglichkeit, einen Spritzer aufs blütenreine Revers zu bekommen, nicht fertig wurde und deshalb versuchte, das Ganze zu vertuschen. Rein materiell, rückblickend betrachtet, war das ein Fehler, dieses Telefonat? Hat sie da irgendeine Regel verletzt? Hat sie da sozusagen Insiderwissen verwendet, Begünstigung betrieben? Wie muss man das beurteilen? Jetzt rein in der Sache, rein materiell, das Verhalten der Bundesrätin durch dieses Telefonat? Ich glaube, der Fehler bestand weniger im Telefonat als in der Tatsache, dass sie es nicht sofort offengelegt hat. Auch ihr Mann hat in einem Interview, als er auf dieses mögliche Telefon angesprochen wurde, gesagt, um Gottes Willen, nein, es gab keine solche Information. Und dann hat man natürlich aufgemerkt, auch in den Medien, wer hat welchen Tipp gegeben, woher kam das? Und als man dann sah, dass das aus der Bundesanwaltschaft kam, sah das natürlich ein Stück weit als Begünstigung aus. War ja für die Schweiz damals, ich meine, ein junger Journalist, so etwas wie der Watergate-Skandal der Schweiz. Da haben sich auch viele Journalisten draufgesetzt und haben da unglaublich die Skandalgriffel gewetzt. Das wurde ja in epochale Dimensionen hochgeschrieben zur Staatskrise, zur Staatsaffäre. Und tatsächlich ist es ja dann auch zu Untersuchungskommissionen und Weiterungen gekommen. Wie würdest du die Bedeutung des Falles Kopp sozusagen für die damalige Geschichte der Eidgenossenschaft beschreiben? Ich würde sagen, rückblickend hatte das fast so etwas von einer kleinen Wegscheide. Da ist so eine Abbruchkante, ist da irgendwo sichtbar geworden, dass irgendetwas sich fundamental verändern würde. Aber ich kann es nicht in Worte fassen. Wie siehst du das? Es war sicher eine Art Wegscheide. Einmal zeigte sich die unglaubliche Macht der Presse, doch in diesem Fall. Also die hat sich festgebissen und die hat irgendwo diesen Sturz, diesen Rücktritt gewollt. Das ist eindeutig. Die Medienmeute, müsste man vielleicht etwas abschätzig sagen. Jedenfalls dieser Verbund von Medien, der im Gesamten in die gleiche Richtung lief, wollte irgendwo ihren Skalp sehen. Und sie hat das zu Recht wahrscheinlich als brutale Verfolgung beurteilt. Sie hat später auch gesagt, sie hätte, wenn sie heute wüsste, was damals abgelaufen sei, ihren Rücktritt nicht erklärt. Sie wäre im Amt geblieben und man hat natürlich auch gemutmaßt, ob ein Mann da so etwas ausgibt.
sitzen hätte können, ob das da das Frausein wirklich ein entscheidender Faktor war. So gesehen hat man schon diskutiert. Aber die Medien haben eine große Rolle, eine wahrscheinlich auch übertrieben anklägerische Rolle gespielt. Und die ganze Geschichte hat natürlich der Freisinnigen Partei, die damals doch führende Bundespartei nach wie vor war, geschadet, und zwar sehr, sehr stark geschadet, auch gerade der Zürcher Freisinnigen Partei. Und ich glaube, das war doch sicherlich auch ein ganz wichtiges Motiv. Die FDP stand damals gewissermaßen am Zenit der Macht. Elisabeth Kopp war ja eine Vertreterin eher des Progressiven, des linken Flügels. Die FDP sozusagen als ursprünglich ja, rechtsbürgerliche Partei hat sich dann im Zuge der 80er Jahre etwas geöffnet. Man strahlte in Regionen aus, eben auch ins grüne Milieu mit der Elisabeth Kopp. Die Journalisten, ja, wie viel Anti-FDP-Energie war da drin? Man wollte einfach auch die mächtigste Partei im Land zurückbinden, wie man später vielleicht auch mit der SVP gemacht hat, als die mal am Zenit stand. Ist sozusagen der Fall Kopp etwas vergleichbar mit dem Sturz von Christoph Blocher, dem SVP-Nationalrat, viel später, auch gewissermaßen am Höhepunkt der Macht der SVP? Siehst du da Parallelen? Es gibt vielleicht Parallelen, dass in der Schweiz einfach, wenn man das Gefühl hat, jemand wird zu mächtig, der Kopf steht zu hoch, dass man dann geköpft wird. Es gibt allerdings schon Unterschiede zur Affäre um Christoph Blocher, in dem dort eben ein Verdacht konstruiert wurde, wo überhaupt nichts war. Und bei Elisabeth Kopp war halt dieses verhängnisvolle Telefon und vor allem dann eben das Abstreiten dieses Telefons, die Nichtinformation auch gegenüber den Kollegen, gegenüber der Fraktion, sodass dann auch Ulrich Brehmi, der mächtige Fraktionschef, sie fallen lassen musste. Ja, man kann sagen, vielleicht bei Fall Christoph Blocher richtete sich das mehr gegen Blocher, bei Frau Kopp vielleicht auch tendenziell allgemein etwas gegen diese Machtgewohnte, vielleicht etwas an der Macht allzu übergewohnte machtverliebten FDP. Lassen wir das. Wie ist es dann weitergegangen? Du hast angesprochen, die Fischen-Affäre spielt ja auch noch hinein. Das ist ja ein Kapitel, das in den 90er Jahren ganz massiv die Schweiz geprägt hat. Wie hängt denn eigentlich diese sogenannte Fischen-Affäre mit dem Fall Kopp zusammen? Was ist diese Fischen-Affäre eigentlich gewesen? Im Januar 1989 konnte sich Elisabeth Kopp nicht mehr halten. Sie hat ihren sofortigen Rücktritt erklärt, gleichzeitig betont, dass sie weder moralisch noch rechtlich eine Schuld trifft. Und sie ist von der Bildfläche verschwunden, dann für sehr, sehr lange Zeit. Jetzt aber geht es weiter, denn auch die Journalisten wollten die Sache nicht so auf sich beruhen lassen und machten Druck. Auch in der Politik herrschte Hochdruck und Aufregung. Es kam zu einer parlamentarischen Untersuchungskommission. Wie immer, wenn ein großer Skandal passiert, und im Visier stand das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement. Und im Zuge der Ermittlungen, die übrigens ein späterer Bundesrat leitete, nämlich der Zürcher Sozialdemokrat Maurice Leuenberger, da kam es eben auch zu einem neuen Skandal. Weil man in der Affäre Kopp relativ wenig fand, war das umso willkommener. Man fand nämlich in einem großen Raum eine unglaubliche Anzahl sogenannter Fischen, die der Nachrichtendienst der Schweiz angelegt hat. Etwa 900'000 sogenannte Fischen über Schweizer, über Ausländer, die sich hier aufgehalten haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Es waren auch Nazis dabei, die man beobachtet hat, aber daneben auch Linke, Nonkonformisten, Gewerkschafter, Kulturschaffende, Ostreisende und so weiter. Und das führte zu einer eigentlichen Staatskrise, zu einer Vertrauenskrise in dieses angeblich demokratisch-freiheitliche Land, das mit den Bürgerrechten doch etwas problematisch umgegangen sei. Wie hat der Bundesrat auf diese Enthüllung reagiert? Das war ja am Ende des Kalten Krieges und diese Fischen-Affäre, du hast es gesagt, das kommt noch aus Zeiten des Zweiten Weltkriegs, als die Schweiz bedroht war von Nationalsozialisten. Nachher ist das übergegangen zur Überwachung von Kommunisten, mutmaßlichen Kommunisten, angeblichen Kommunisten, Nonkonformisten, Pseudokommunisten, und auch vermutlich gewisse paranoide Anwandlungen haben sich da zum Ausdruck gebracht. Wie hat der Bundesrat reagiert, dass da plötzlich
sich diese Kisten von Unterlagen wie ein Vulkanausbruch ihm da um die Ohren geflogen sind. Der Bundesrat war natürlich großmehrheitlich auch nicht informiert und war wahrscheinlich genauso überrascht über diesen Fund. Aber gegen außen hat man doch eine einheitliche Sprache gefunden und in den Stellungnahmen eigentlich die Sache doch eher heruntergespielt, könnte man sagen, oder vielleicht auch ins richtige, nämlich maßvolle Licht gerückt. Es war einfach so, dass vielleicht übertüchtige Bundesbeamten irgendwann einen Auftrag bekommen haben, aber wenn man jemandem einen Auftrag gibt, muss man ihm auch mal wieder sagen, wann er aufhören soll. Und sie haben eben nicht aufgehört und diese Fischen haben sich in fantastische Dimensionen ausgeweitet und das hat natürlich für Unruhe gesorgt und in der Bevölkerung, vor allem eben auch bei denen, die wähnten, sie seien fischiert, war die Unruhe und der Zorn relativ groß. War das eine Art Stasi-Affäre für die Schweiz, diese Fischen-Affäre? Es war schon so etwas. Es war aber gleichzeitig für die politische Linke ein unglaublicher Befreiungsschlag. Ein Glücksfall, der ihnen irgendwie vom Himmel gefallen ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, im November 1989 hat die PUK unter Moritz Leuenberger ihre Ergebnisse veröffentlicht. Im November 1989 ist die Mauer gefallen. Das heißt, der Kalte Krieg war vorbei und Osteuropa hat diesen Krieg verloren. Gleichzeitig haben die Linken, auch die Schweizer Linken, enge Kontakte gepflegt zu diesen Regimes. Der berühmte Bruderkuss des Jahres 1982 zwischen SP-Präsident Helmut Hubacher und Staatssekretärvorsitzenden Honecker, das war noch in Erinnerung. Und so gesehen konnte man natürlich von dieser Vergangenheit ein Stück weit ablenken und den Finger auf die bürgerliche Schweiz zeigen und sagen, so habt ihr uns beobachtet, fischiert, so seid ihr auch auf Denunzianten eingegangen, denn es waren ja oftmals Leute, die irgendetwas gemeldet haben über Nachbarn oder über Gegner, die sie beobachtet haben. Ist doch diese Fischierung Schweizern ein konkreter Nachteil entstanden? Kann man sagen, dass diese Fischen im realen Leben von Schweizern dazu geführt haben, dass sie vielleicht keinen Job bekommen haben als Lehrer oder als sonst vielleicht in einer Bundesstelle oder auch in der Privatwirtschaft? War das eine reine Papiertigerveranstaltung oder hatte das schon auch, sagen wir mal, materielle Nachteile, so wie ein Schnüffelstaat, ein Spitzelstaat, Denunziationen, kafkaesk, man weiß nicht, wessen man angeklagt ist, aber man spürt, wie eben Türen zugeschlagen werden. Was waren eigentlich die praktischen Auswirkungen dieser Fischiererei, die Schadensfolgen, die direkten? Ich meine, die konkret materiellen Schadensfolgen sind praktisch nicht vorhanden. Denn man darf nicht vergessen, diese Fischen waren nicht öffentlich. Da wurde nicht Auskunft gegeben irgendwelchen Staatsstellen oder Privatfirmen. Was habt ihr da über Herrn Müller oder Frau Meier? Das war also nicht der Fall. Das ist vielleicht der Unterschied zu einem Privatarchiv, wie es eben Ernst Cincera geführt hat in Zürich. Da gab es konkrete Anfragen von privaten Instituten, von Banken, von Großfirmen. Hast du was von denen und denen? Das war natürlich eine andere Dimension. Aber diese staatlichen Fischen standen also der Öffentlichkeit, der Privatwirtschaft oder der Verwaltung nicht zur Verfügung. Wie hat die bürgerliche Schweiz reagiert, sozusagen die Schweiz, die eben im Kalten Krieg da die Antennenfühler, die Überwachungskameras installiert hat, eben gegen diese fünften Kolonnen, gegen die aus Moskau ferngesteuerten Agenten und Sympathisanten in der Schweiz? Man muss ja heute sagen, dass er tatsächlich in diesem damaligen Konfrontationsmilieu vom Kalten Krieg, dass ja die Linken, die Kommunisten in vielen Ländern ja subversive Tätigkeiten orchestriert haben. Zum Beispiel in der 68er-Bewegung in Deutschland gab es ja auch Agents Provocateurs, die auf der Soldliste der DDR standen. Das waren nicht einfach nur Hingespinste. Also die Weltrevolution, die man da versuchte, in bestimmte Länder hineinzupflanzen, das gab es vielleicht auch in der Schweiz. Mein Eindruck ist, dass die Bürgerlichen überhaupt nicht dagegen gehalten haben. Man ist da zusammengeklappt. Und wie du gesagt hast, die Linken haben da einen triumphalen Sieg davongetragen. Woher diese Schwäche?
Das ist schon so. Die bürgerliche Schweiz war außerordentlich irritiert und geschwächt durch diesen Fall. Kopp auch natürlich, das war eine wirkliche Schwächung, eine Verunsicherung. Und man hat sich schwer verteidigen können oder auch verteidigen wollen. Natürlich gab es Stimmen, die auf die Gefährdung hinwiesen. Man müsste heute auch sagen, ein Teil dieser Fischen waren auch gegen Frontisten und Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg, wo ja niemand wahrscheinlich heute protestieren würde, dass man die genau beobachtet hat. Und man hat eben die Subversion durch Sowjetagenten oder aus Osteuropa stammende Agenten oder Agent Provocateur oder Mitarbeiter sehr, sehr ernst genommen und hat die beobachtet. Wahrscheinlich etwas übertrieben und es sind auch harmlose Leute beobachtet worden. Allerdings galt dann unter den linken Bald auch einmal der Spruch, wenn du keine Fische hast, dann warst du unbedeutend, dann hattest du nichts zu sagen. So hat das fast eigentlich zu Minderwertigkeitskomplexen geführt, wenn man nicht wenigstens eine Fische hatte, denn man konnte später diese Fischen einsehen, wenn auch die Kontaktpersonen abgeschwärzt wurden. Also von der Sternstunde der Elisabeth Kopp plötzlich zur Sternstunde des Moritz Leuenberger und seiner Linken. Es kam ja dann gleich nochmals ein Knockout-Schlag im Zuge dieser Fischenaffäre. Sind da auf einmal noch Geheimarmeen aufgetaucht, sozusagen ein Schattendispositiv, gewissermaßen in den Bunkerlabyrinthen und Bunkergewölben des Redouis hätten da Offiziere ihre Umtriebe gestaltet. Wie ist jetzt plötzlich diese Geheimarmee-Geschichte dann auch noch da hineingekommen? Das ist ja fast wie in einem Hollywood-Film oder in einer Hollywood-Satire. Ja, das war dann die nächste Schwelle oder die nächste Eskalation. Aus diesen Fischen ergab sich, dass es irgendwo eine Geheimarmee, so wurde es damals genannt, man könnte auch sagen eine geheim aufgebaute Widerstandsarmee bzw. Widerstandskräfte gegeben hat, die im Falle einer Kapitulation, einer Niederlage, einer militärischen Zusammenbruchssituation ihren Kampf weitergeführt hätten. Das war alles grundsätzlich verfassungsmäßig abgesichert. Man kann heute nicht sagen, das war gegen die Verfassung, das war verfassungswidrig, aber die entsprechenden Gesetze lagen nicht vor. Man wollte das wirklich nicht öffentlich machen. Und schon hatte die Schweiz die nächste parlamentarische Untersuchungskommission, die betraf dann natürlich eben vornehmlich das Militärdepartement und diese wurde geleitet vom CVP-Ständerat Carlo Schmid aus Appenzell-Innerrhoden. Das hat sich zusammengebraut, ausgewachsen zu einer riesigen Gerölllawine, die vergleichbar mit der A13 im Misox, sozusagen die bürgerliche Schweiz damals, komplett den Boden unter den Füßen weggerissen hat, den politischen Boden. Man hat den Eindruck, dass das gewissermaßen wie der Startschuss war zu einem linken Jahrzehnt der 90er Jahre, wo die Bürgerlichen komplett in die Defensive gerieten. Es kamen ja dann auch Themen auf, UNO-Beitritt, EU-Beitritt, NATO-Beitritt und die Schweiz wurde schlecht gemacht, la Suisse n'existe pas, man muss sich schämen für die Schweiz in der Vergangenheit. Das war ja sozusagen dann die Folge dieser drei Bombeneinschläge, Kopp, Fischen und Geheimarmeen. So ist es. Und nicht zu vergessen ist natürlich, dass sämtliche Dämme, was die Ausgabendisziplin betrifft, gebrochen wurde. Der Staat wurde in jenen Jahren unglaublich aufgebläht. Die Staatsverschuldung stieg gewaltig. Die Sozialwerke haben sich mehr und mehr verschuldet. Und die Budgets wurden immer größer. Das war sicher eine Folge. Aber vielleicht noch zurück zu dieser Geheimarmee, wie es dann hieß. Das waren einfach Leute aus der Gesellschaft, aus der Politik, aus den Verbänden, auch aus den Gewerkschaften, denen man ein gewisses öffentliches Engagement zutraute und die dann in so geheimen Kursen informiert wurden, wie sie diesen Widerstand organisieren sollen. Man kannte vielleicht nur einen Nebenmann und so weiter. Die Leute hatten auch noch Mühe, zu Hause zu begründen, warum sie jetzt 3 Tage verschwinden. Da wurden manche Ehefrauen ein bisschen misstrauisch. Jedenfalls habe ich auch noch mit Leuten gesprochen, die da mitgemacht haben. Die waren vom besten Willen beseelt und waren sicher patriotische Leute und durchaus nicht nur bürgerliche.
Und man muss auf der anderen Seite sagen, der Ursprung dieser Geheimarmeen liegt ja noch im Zweiten Weltkrieg, geht ja zurück auf jene berühmte Rede von Außenminister Pile Gola, die ja weithin als Appeasement- oder Kapitulationsrede empfunden wurde. Die Schweiz müsse sich da einstellen auf eine neue Zeit, auf ein neues Herrschaftssystem. Das war nach dem Sieg der Nationalsozialisten in Frankreich. Und da haben sich ja schon damals im Zweiten Weltkrieg Offiziere zusammengeschlossen, die gesagt haben, nein, sollte unser Bundesrat kapitulieren, sollten wir vielleicht sogar besetzt werden von den Nationalsozialisten, dann machen wir eine Résistance. Also das war sozusagen die schweizerische Résistance, diese Geheimarmeen. Und als dann natürlich die nationalsozialistische Gefahr besiegt war, wurde eben der Weltkommunismus als neue Bedrohung identifiziert. War denn das alles so falsch? War das alles so abwegig? Oder muss man heute sagen, nein, das sind Patrioten, Widerstandskämpfer, die zum Glück nie eingesetzt werden mussten, weil der Schweiz eben diese Besetzung erspart blieb. Das sind Leute, die man eigentlich umfassend hätte müssen rehabilitieren, die zu Unrecht an die Kasse gekommen sind. Ja, das ist sicher der Fall und sie sind auch teilweise rehabilitiert worden. Der Chef des Verteidigungsdepartements, Ueli Maurer, hat die noch Lebenden jeweils verabschiedet und gewürdigt, ihre Leistung für die Heimat und fürs Vaterland. Das Problem war wahrscheinlich schon, dass halt die Politiker nicht so viel wussten und die Politiker haben das nicht gern. Aber eine solche Armee kann man nicht aufbauen. Armee muss man immer in Anführungszeichen setzen. Es waren natürlich sehr viel weniger Leute. Man kann sie nicht aufbauen in der Öffentlichkeit, das ist klar. Und irgendwann hat dann auch das Parlament sich nicht mehr interessiert und nicht mehr hingehorcht, was sich da alles tut und was da passiert. In den 80er Jahren wurde dann diese P26 aufgestellt, eben diese berühmte Widerstandsorganisation, möglichst geheim. Die hat aber nicht einen bewaffneten Aufstand in dem Sinn geplant, sondern eben einfach verschiedene Verteidigungsaktionen, wie sie auf den Zweiten Weltkrieg, wie du gesagt hast, zurückgehen. Wir waren in Luzern, wir haben die Offiziersverschwörung von damals beispielsweise besprochen. Also das war wirklich etwas, das natürlich im Kalten Krieg als notwendig erachtet wurde, jedenfalls von jenen, die zu diesem Land gestanden sind und auch zur Verteidigungsbereitschaft. War das eigentlich eine Geheimarmee, die von höchsten staatlichen Stellen dann initiiert wurde, die P26, oder wäre das ein typisch schweizerisches Bottom-up-Milizphänomen, wo sich einfach ein paar nicht kapitulationsbereite Patrioten zusammengeschlossen haben, notfalls auch gegen die eigene Regierung, der man ja auch nie so ganz traut in der Schweiz? Das geht vielleicht etwas weit, dass sie einen Putsch geplant hätten und so weiter, aber solche Fantasien wurden natürlich verbreitet und man muss auch die Journalisten verstehen, dass es natürlich faszinierend ist und reizvoll, Geheimstrukturen aufzudecken oder Personen öffentlich zu machen, die irgendeine Funktion ausüben, die niemand kennt. Da war ja auch die Weltwoche führend. Sie hat zum Beispiel einen Chef dieser P26 enttarnt. Das war eine Leistung von Urs-Paul Engeler. Und andere Journalisten haben Ähnliches gemacht. Viele haben aber auch maßlos übertrieben und da etwas Kleines zu einem Popanz aufgeblasen. Aber ist diese Geheimarmee P26 letztlich auf Initiative eines Bundesrats gegründet worden? Oder wer war am Schluss eigentlich der entscheidende Auslöser? Wer ist der Urdrahtzieher sozusagen? Ist der identifiziert worden? Ursprünglich war der Gesamtbundesrat durchaus informiert. Es gab auch eine Parlamentariergruppe von besonders vertrauensvollen Parlamentariern, die im Bild waren. Man hat dann aber mit der Zeit nicht mehr so genau hingeschaut. Niemand interessierte sich dafür. Uns hat auch wieder niemand gesagt, ihr könnt jetzt wieder ein bisschen aufhören. Also ein Eigenleben. Wir nähern uns da schon dramatisch dem Schluss der Sendezeit. Nehmen wir das alles noch einmal zusammen. Kopp-Fischen-Affäre, P26, Geheimarmeen. Was ist da für dich noch einmal ganz persönlich das Entscheidende, die wesentliche Essenz, sozusagen die Conclusio, das, was dich auch an diesem Kapitel fasziniert und seine Bedeutsamkeit ausmacht? Ich glaube, faszinierend ist, dass das Schweizer Bürgertum, das den Ton angegeben hat seit 1848 in diesem Land und sicher auch den Wohlstand aufgebaut hat, in diesen End-80er und 90er Jahren ein Stück weit
kapituliert hat, jedenfalls stark geschwächt wurde durch dieses Ereignis oder eine Abfolge von Ereignissen, die eben wirklich das Land, könnte man sagen, aber auch eben die bürgerliche Schweiz geschwächt haben, ganz massiv. Und so gesehen hatte die Linke Glück, und das finde ich auch faszinierend, dass sie sofort politisch ablenken konnte von der eigenen Ideologie, die ja im real existierenden Sozialismus furios gescheitert ist, und eben sofort den Scheinwerfer auf die bürgerliche Schweiz richten konnte. Das war Politmarketing vom Besten, aber natürlich immer unter Begleitung und unter Unterstützung der Medienwelt. Und der Lichtblick könnte vielleicht darin gesehen werden, dass die Bürgerlichen, die da lange, du hast gesagt, seit 1848 im Grunde die Geschicke in der Schweiz bestimmt haben, dass diese Bürgerlichen eben vielleicht doch ein Stück weit hochmütig geworden sind, glaubten, sie können sich da alles erlauben, auch quasi einen Privatstaat im Staat zu haben, vielleicht aus besten Absichten, Geheimniskrämerei. Das sind ja vielleicht doch auch Erscheinungen einer gewissen Machtdekadenz, die dann die Linken aufdecken konnten, ihren Aufstieg erlebten, und heute bekommen ja die Linken zum Teil den einen oder anderen Dämpfer zu spüren. Also gibt es auch etwas Positives, was man für die Schweiz letztlich sagen kann, was aus dieser ganzen Verwicklung hervorgegangen ist? Der bürgerliche Teil der Schweiz hat sich in jenen Jahren dann geöffnet, in Anführungszeichen, wollte international werden, wollte sich den Frauen öffnen, dem grünen Gedankengut, das modisch wurde. Und das hat natürlich gleichzeitig mit diesem Abstieg der bislang führenden Liberalen den Aufstieg der Schweizerischen Volkspartei ermöglicht. Die SVP ist in jenen Jahren, in den 90er Jahren, von der viertstärksten zur stärksten Partei aufgestiegen. Sie war eben nicht in erster Linie betroffen von diesen Skandalen und konnte dadurch natürlich profitieren. Lieber Christoph, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank. Eine bisschen etwas längere Sendung geworden als üblich, aber wir hatten gleich drei Kapitel im Grunde abzuhandeln aus der vielfältigen Schweizer Geschichte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, hochfaszinierend. Ein letzter Blick noch auf das Bundeshaus West, und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Sendung wieder aufmerksam dabei sind. Bis bald, wir melden uns zurück.